Kaum ein Württemberger der Geschichte ist so bekannt wie Eberhard im Bart, Württembergs geliebter Herr. Bekannt für Taten, die man heute noch lobenswert findet und Taten, die wir heute zu Recht mehr als kritisch sehen müssen. Er selbst war stolz auf drei Taten und die werden wir nacheinander anschauen. Alle drei Taten hängen sehr eng zusammen mit dem Gebäude hinter mir, dem Einsiedel bei Kirchentalensfurt. Heute Tat Nummer 1. Wir werden sehen. Eberhards Kindheit war schwierig. Sehr früh weise geworden und ab dem Moment geht es um Sorgerecht und um Vormundschaft und ähnliches, sodass er immer wieder hin und her gezerrt wird. Eberhards Jugend war nicht nur schwierig, sondern skandalös. Bis zu jener ominösen Pilgerfahrt nach Jerusalem, die ihn angeblich deutlich änderte. Sei dahingestellt. Ein frühes Zeugnis für sein Schaffen zwischen Kindheit und Jugend findet sich hier auf dem Einsiedel und in Marbach. Eberhard im Bart wurde 1445 geboren und bereits im Dezember 1459 für mündig erklärt. Wenige Monate später lässt er, vermutlich auf Eigeninitiative, eine Meierei auf dem Einsiedel in ein Gestüt umwandeln. Eigeninitiative deswegen, denn Eberhard im Bart war ganz offensichtlich sehr pferdeaffin. In seiner Jugend zeichnet er sich bei zahlreichen Ritterspielen aus. Es gibt Hinweise darauf, dass die Stuterei auf dem Einsiedel nur zur Bedarfsdeckung an Pferden zum Turnier und zu Reitdiensten, also schweren Streitrossen, verwendet wurde. Anfänglich standen auf dem Einsiedel Tiere aus Böhmen, aus Siebenbürgen, aus Ungarn, der Türkei und aus Holstein. Als Eberhard im Bart 1468 von seiner Reise aus dem Heiligen Land zurückkehrt, schenken ihm seine Verwandte 4 Zuchthengste. Auch der Sohn König Ferdinands von Neapel schenkt ihm ein Zuchtpferd. Hinzu kommen weitere Tiere aus der Zucht der Gonzaga, also seiner Frau. 1490 lässt Eberhard im Bart bei Güterstein einen Fohlenhof errichten, um den Tierbestand auf dem Einsiedel zu entlasten. Offensichtlich war hier schon sehr viel Betrieb. 1491 reichte diese Entlastung nicht aus und so wurde ein Teil des Gestüts vom Einsiedel verlegt nach Marbach an der Lauter. Das heutige Haupt- und Landgestüt ist also nichts anderes als eine Filiale des Einsiedels. Das Gestüt auf dem Einsiedel erlebt immer wieder Höhen und Tiefen. Im 16. Jahrhundert wird es als reiner Fohlenhof verwendet, wobei 1690 dann, also schon im 17. Jahrhundert, 60 Fohlen herstellen. Eine letzte sehr große Blüte erreicht das Gestüt unter Karl Eugen, der 1769 insgesamt 876 Tiere auf dem Einsiedel vorführen lässt. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Was mich ja fasziniert, Steffi, ist die Tatsache, dass Eberhard im Bart schon mit so 14 rum eine Meierei stiftet auf dem Einsiedel und dann mit 17 das große Gestüt anfängt. Das heißt, er muss eigentlich ein tadelloser junger Mann gewesen sein. Ja, also so die hauptsächliche Geschichte, die spreche da ein bisschen eine andere Sprache. Also es gibt zum Beispiel sehr interessante Berichte von seinem Erzieher, seinem Präzeptor, von dem Fergenhans. Ein sehr schönes Zitat, er hat seine Jugend in Wollust und Trinkgelagen verlebt. Da muss auch durchaus ein bisschen was dran sein, denn wir wissen von 7 unehelichen Kindern. Also vielleicht gibt es auch noch Dunkelziffer, das kann man natürlich nicht sagen, aber 7 sind eigentlich relativ gut nachgewiesen. Man kennt manche sogar namentlich, ja, und sogar eine Mutter ist bekannt.
die Ottilie von Gosheim. Also mit der hatte er zumindest zwei Söhne, vielleicht sogar auch noch eine Tochter. Das durfte also vielleicht auch eine längere voreheliche Beziehung gewesen sein. Und auch sonst gibt es eben durchaus auch Berichte, dass er Waldvögelein gejagt hat. Ein sehr schöner Begriff dafür, dass er eben hinter dem Mädler her war. Und die Geschichte, mit dass er irgendwie in Kloster eingang und sowas. Also auch gell? Das gibt es eben, dass unter diese Waldvögelein tatsächlich auch Nonne waren und so weiter. Also wie viel jetzt an diesen Berichten tatsächlich dran ist, kann man natürlich hinterher jetzt schwer sagen. Aber ein Körnchen Wahrheit dürfte auf jeden Fall dran sein. Und durch die Pilgerfahrt soll er sich ja dann stark gebessert haben. Das gilt ja so als Wendepunkt in seinem Leben. Also ich denke, die war 1468, genau. Ja. Da war er dann 23, genau. Danach gibt es dann auch keine außerehelichen Kinder mehr von denen wir wissen. Genau, also danach gibt es tatsächlich auch keine solche Berichte mehr über Ausschweifungen. Es gibt auch keine Nachrichten mehr über uneheliche Kinder. Also es ist sicherlich was dran, dass die Jugend nicht, dass er da nicht gerade unschuldig war. So was in die Richtung sagt ja auch Falkenhans, glaube ich, gell? Genau. Dass er sich in der Jugend so verlebt hat, dass er auch deswegen nicht mehr alt werden konnte. Ja, also das ist ja bei vielen Württemberger, die man kennt, irgendwie so, dass dieser Weingenuss und so weiter, dass das dann doch zu Krankheit und frühem Tod geführt hat. Dann geht dann seine Hochzeit, ja. Genau, 150.000 Liter Wein. Und viele, viele, viele fröhliche Stunden. Ja, ja, ja. Offensichtlich ist das jetzt also was, worauf Eberhard im Bad nicht so stolz war wie seine drei andere Leistungen. Eine von den Leistungen war, wie gesagt, die Wiedervereinigung des Landes. Und wie die passiert, die gucken wir nicht hier in Marbach, sondern die gucken wir in Münzingen. Württemberg ist geteilt in eine Stuttgarter Landeshälfte und eine Uracher Landeshälfte. Wir gucken normalerweise auf die Uracher Landeshälfte, weil er halt Mechthild und Eberhard im Bad zur Strahlkraft entfaltet. Aber eigentlich ist in Stuttgart viel mehr los. Stuttgart wird verwaltet, zu der Zeit noch von Graf Ulrich dem Vielgeliebten. Und dieser Ulrich der Vielgeliebte verstrickt sich in Händel, die ihm eigentlich gar nichts angehen. Er ist halt dabei und nimmt teil an der Schlacht von Zeckenheim und wird dort gefangen genommen. Und man verlangt ein dermaßen horrendes Lösegeld, wenn ich es richtig im Kopf habe, 100.000 Gulden, die man dann zahlen muss, die seine Grafschaft oder seine Hälfte der Grafschaft letzten Endes ja nur bezahlen muss, sodass das komplett pleite ist und dass jetzt die Stuttgarter Landeshälfte mehr oder weniger am Tropf der Uracher Landeshälfte hängt. Das nutzt Eberhard im Bad weidlich aus, denn er ist einigermaßen finanzkräftig. Am Ende auch nicht mehr so, aber eigentlich, er hat schon nicht das Geld. Und so kann er dann 1473, 11 Jahre danach, den Uracher Vertrag schließen. Relativ abgezockt. Der Uracher Vertrag beinhaltet viele Komponenten. Unter anderem geht es um Mömpelgard. Die französischen Besitzungen oder Teile der französischen Besitzungen der Württemberger, die gehen an Heinrich, einen der Söhne von Ulrich dem Vielgeliebten, aber egal, andere Geschichte. Aber Eberhard im Bad verzichtet jetzt auf Ländereien, auf jeden Fall, und er handelt sich dafür ein paar Dinge auf dem Weg zur Wiedervereinigung. Zum Beispiel erhandelt er sich, dass man jetzt in Zukunft ein gemeinsames Wappen führt, einen gemeinsamen Namen führt und dass es ein gemeinsames Schiedsgericht gibt, besteht aus Räten, nicht aus der Ehrbarkeit, sondern aus Räten in Württemberg, in beiden Grafschaften, falls es zu Streitfällen zwischen den beiden Grafschaften kommen sollte oder zwischen den beiden Herrschern. 1473, erster Schritt zur Wiedervereinigung. Die Wiedervereinigung selbst passiert dann 1482. Und deswegen sind wir hier. 1482, deswegen sind wir hier in Münzingen, wird der Münzinger Vertrag geschlossen. Und das ist eines der zentralsten Dokumente der württembergischen Geschichte, denn jetzt werden die beiden Grafschaftshälften wiedervereinigt. Hier in Münzingen. Zu Bedingungen, die eigentlich mehr oder weniger Eberhard im Bad diktieren kann. Denn er wird jetzt der Regent der gesamten Grafschaft. Eberhard II., sein Vetter,
wird mehr oder weniger kaltgestellt. Er bekommt 3000 Gulden jährliche Rente und das Versprechen, später sollte Eberhard im Bad ohne legitime Kinder sterben, die Grafschaft übernehmen zu können. Man setzt jetzt auch die Primogenitur fest. Das heißt, immer der älteste Sohn oder der älteste Nachkomme soll erben, die Grafschaft soll nicht mehr geteilt werden. Wie gesagt, Eberhard II. Bekommt eine Rente und wird mehr oder weniger abgeschoben. Und spannend am Münzinger Vertrag ist, dass dieser Münzinger Vertrag jetzt garantiert wird von der Ehrbarkeit. Nicht mehr von den Räten, sondern jetzt das Gremium der Ehrbarkeit ist dieses Gremium, das wichtig wird. Problem, Eberhard II. Ist mit diesem Vertrag in Münzingen komplett unzufrieden, nörgelt rum, vor allem die 3000 Gulden reichen ihm nirgends hin, sodass er dann einen neuen Vertrag schließt in Stuttgart. 1485 trifft man sich wieder in Stuttgart und schließt einen neuen Vertrag, den Stuttgarter Vertrag. Und in diesem Stuttgarter Vertrag kommt jetzt Eberhard II. Deutlich besser weg, denn er handelt sich jetzt eine deutliche Erhöhung seiner Rente von 3000 Gulden auf 8000 Gulden. Und er bekommt so einen kleinen Verwaltungsbezirk, den er selber noch vor sich hinwursteln darf, nämlich Nürtingen und Kirchheim. Kirchheim verliert er später wieder durch militärische Besetzung Eberhards in Barz. Das ist aber eine komplett andere Geschichte. Jetzt könnte man ja eigentlich sagen, es ist alles gut, aber nein, Eberhard II. Ist immer noch unzufrieden. Und so wendet er sich 1489 an den König Maximilian. Reichstag in Frankfurt und so kommt es zum Frankfurter Entscheid. Eberhard II. Sagt, lieber Maximilian, das ist ja ungerecht, wie das Ganze hier läuft und so, fälle du doch bitte ein gerechtes Urteil. Und auch Eberhard im Bad ist bereit, das Urteil des Königs anzunehmen, denn Eberhard im Bad ist ein Kumpel von König Maximilian. War nicht so furchtbar klug von Eberhard II. Maximilian nimmt deswegen ganz viele Bestimmungen auch wieder zurück. Unter anderem sagt, okay, Eberhard II., dir traue ich nicht. Wenn der Erbfall eintritt, dann bekommst du nur noch die Stuttgarter Landeshälfte. Also es wird wieder geteilt. Urach, guck mal, was draus wird, aber du sollst nur noch Stuttgart kriegen. Und selbst in Stuttgart darfst du nämlich so arbeiten, wie du möchtest. Du darfst keine Steuern mehr willkürlich festlegen, musst deine Bevölkerung deutlich mehr schonen, als du es bis jetzt getan hast. War nicht klug von Eberhard II., definitiv. Und so ist er eigentlich wieder unzufrieden und verhandelt weiter, bis es dann 1492 zum Vertrag von Esslingen kommt. In Esslingen 1492 trifft man sich und schließt einen Vertrag, der übrigens am Tag danach erlebt, dass alle, die den Vertrag geschlossen haben, garantiert sind, auf ein Einsiedel reisen, auch Eberhard II., um dort die Stiftung des Einsiedels zu vollziehen. Da kommen wir nochmal drauf, was das genau bedeutet. Dieser Esslinger Vertrag bringt jetzt einen Teil Rücknahme des Frankfurter Entscheides, denn jetzt darf Eberhard II. Wieder die komplette Grafschaft übernehmen, wenn Eberhard im Bad stirbt, ohne legitime Nachfolger zu haben. Die wirklich bittere Pille, die Eberhard II. Hier jetzt schlucken muss, ist die Tatsache, dass in dem Vertrag, den er unterschreibt, drinsteht, wenn seine Regentschaft nicht gut ist, dass er dann abgesetzt werden darf. Und zwar abgesetzt zugunsten einer Räteregierung, also eines Rates oder eines Gremiums, das aber nicht Räte sind, sondern garantiert durch verschiedene Gruppen der Ehrbarkeit. Dieses Gremium soll jetzt Württemberg übernehmen und entscheiden darüber, ob die Regentschaft Eberhards II. Gut oder schlecht ist, also ob er abgesetzt wird oder nicht, darf, wenn man den Vertrag genau liest, die Bevölkerung. Heißt ganz konkret, die württembergische Bevölkerung kann ihre Regierung mehr oder weniger selbst bestimmen. Das ist eine sensationelle Entwicklung für diese Zeit, 1492. Auch das hängt mit dem Einsiedel zusammen. Dort gucken wir uns jetzt auch der letzte Schritt an, nämlich 1495 die Herzogserhebung. Aber, wie gesagt, das machen wir auf dem Einsiedel. 1495, Reichstags zu Worms. Eberhard im Bad befindet sich dort bei schwierigen Verhandlungen in Reichsangelegenheiten, die vor allem seinen, ich will fast sagen, Vertrauten oder Freund König Maximilian betreffen. Und Maximilian geht hier den Schritt und macht den Württemberger zum Herzog. Formal funktioniert es so, dass der Württemberger sämtliche Besitzungen an Maximilian gibt, ans Reich. Maximilian
gibt sie ihm dann als Reichslehen zurück, und zwar als herzogliches Reichslehen. Angeblich wusste Eberhard im Bad von dieser ganzen Sache nichts und wird mehr oder weniger überrascht von dieser Rangerhöhung, soll glauben, wer möchte. Faktisch, ab diesem Moment sind die Württemberger Herzoge. Mordsmäßige Erhöhung des Standes. Wiederum angeblich, aber einigermaßen verbirgt bei Melanchthon, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, dass anschließend verschiedene Große des Reiches beisammensitzen und sich darüber unterhalten, wessen Ländereien denn nun die reichsten sind. Pfalzgraf bei Rhein, der über die landwirtschaftlichen Gegebenheiten seines Landes schwadroniert. Der Bayer, der eben erzählt, dass er reiche Klöster hat. Der Sachse, der mit seinen silberreichen Bergwerken angibt, und eben Eberhard im Bart, der gesagt haben soll, sein Land wäre arm, keine großen Städte, keine reichen Klöster, keine großen Silbervorkommen, aber seine Untertanen wären treu. Diese Gegebenheit wird später in Liedform gebracht und gilt heute noch als die inoffizielle württembergische Nationalhymne, wenn man so wollet. 1495, 1496 stirbt Eberhard im Bad und lässt sich hier auf dem Einsiedel bestatten, als schlichter Bruder zum gemeinsamen Leben. Konkret da hinten. Später wird seine Leiche exhumiert und nach Tübingen in die Stiftskirche gebracht. Gucken Sie uns da mal genauer an. Hier liegt er nun, Eberhard im Bad. Und so ziemlich alles ist falsch an diesem Grab. Angefangen, es ist am falschen Ort. Eberhard wollte nicht in der Stiftskirche Tübingen bestattet werden, sondern unbedingt auf dem Stift St. Peter zum Einsiedeln, wo er ursprünglich auch bestattet wurde, bevor man ihn dann nach Aufhebung des Stifts in der Reformation, im Laufe der Reformation exhumiert und hierher überführte. Er wünschte sich ausdrücklich ein flaches Grab, kein Hochgrab. Hier haben wir eine Art Hochgrab. Er wünschte sich keine figürliche Darstellung, sondern eine schlichte Grabplatte nur mit seinem Wappen drauf. Das bekam er auf dem Einsiedel auch. Hier bekommt er das hier. Er ließ sich bestatten in der Kluft der Brüder zum gemeinsamen Leben, der Laienbrüder. Mönchisch schlicht, so wollte er in Erinnerung bleiben. Hier stellt man ihn dar als streitbarer Kämpfer und Ritter. Und schließlich das Porträt schneidet extrem stark idealisiert. Es gibt deutliche Anzeichen, dass Eberhard auf dem einen Auge stark schielte. Er ist tot, kann sich nicht mehr wehren. Ging es also nach dem Willen Eberhards, so würde er immer noch da hinten liegen. Aber warum? Hier? Und was sind die zwei anderen großen Taten? Wir werden sehen. In der nächsten Folge. Ade.